Der Windpark, den die Stadtwerke Aachen hier errichten, zieht sich einige Kilometer in die Länge und besteht aus drei Gruppen. Auch hier, wie fast im gesamten Erftland, besteht eine Bauhöhenbeschränkung der deutschen Flugsicherung. Daraus ergeben sich dann die maximalen Bauhöhen der einzelnen Windräder. Dieses Video befasst sich vorrangig mit den beiden größten Windrädern. Bei einer Leistung von 5,7 MW haben sie einen Durchmesser von 141 Meter. Ende Juni ist die Sauberkeitsplatte gegossen und der Bau des Ankerkorbes steht bevor. Der Turm wird später mit diesem Ankerkorb verschraubt. Die Armierung überträgt die Kräfte, die später auf den Ankerkorb wirken, auf das gesamte Fundament. Deutlich sieht man, wie homogen der Ankerkorb mit der Armierung eingebunden wird. Betoniert wird mit Beton der Festigkeit C30-C37. Die obere Ankerplatte hat eine Stärke von 100 mm und wiegt bei einem Durchmesser von 4,71 m 7,4 Tonnen. Das Fundament ist am Rand 1 Meter hoch und steigt zum Flansch auf eine Stärke von 3,20 Meter an. Das Fundament hat schon gewaltige Dimensionen, ist aber der Standfestigkeit des Windrades geschuldet. Das Standmoment eines Windrades errechnet sich aus dem Gesamtgewicht und dem Radius des Fundamentes. Das Fundament ist 30 Meter im Durchmesser und das Gesamtgewicht ist 3000 Tonnen. Daraus ergibt sich ein Standmoment von 441 Meganewtonmeter. Die Nabenhöhe des Windrades ist entscheidend für das Kippmoment. Es sinkt mit zunehmender Höhe. Bei einer Nabenhöhe von 105 Metern wäre eine Kraft von 4200 Kilonewton erforderlich, um das Windrad zu kippen. Bildlich dargestellt müsste ein Gewicht von 429 Tonnen an der Nabe ziehen. Zum Vergleich, bei einem Orkan mit 144 Stundenkilometer wäre die Kraft an der Nabe nur 500 Kilonewton. Wiederum bildlich gesehen wäre das ein Gewicht von 51 Tonnen, welches an der Nabe zieht. Diese Berechnung bezieht sich auf die beiden 5,7 MW Windräder bei Herrich. Für die anderen sechs Windräder der 3,6 MW Klasse verweise ich auf das Video vom Windpark Friesheim. Das mittlere Baufeld mit drei Windrädern verläuft parallel zur Landstraße 51. Die Fundamente für die 3,6 MW Anlagen werden nach dem gleichen Prinzip errichtet. Nur sind die Dimensionen etwas kleiner. Das Baufeld Süd liegt südwestlich von Erb an der L33. Wie im Baufeld Mitte werden hier auch drei 3,6 MW Windräder gebaut. Zurück zum Baufeld Nord. Anfang August werden die ersten Bauteile angeliefert. Ab jetzt sind die Baufelder überwachter Sicherheitsbereich. Die Firma Nordex ist da sehr restriktiv. Eine Drehgenehmigung zu den Bauarbeiten wurde abgelehnt und Sicherheitsbedenken vorgeschoben. Die Schwertransporte treffen nachts auf der Baustelle ein. Die Fahrer machen dann ihre vorgeschriebene Ruhepause und gegen Mittag werden die Bauteile dann entladen. Jedes Bauteil kommt an seinen vorher genau bestimmten Platz auf dem Baufeld.
Das hat einerseits mit der Reihenfolge der Montage zu tun, andererseits aber auch mit dem Gewicht der Bauteile. Schwere Bauteile liegen immer nahe am Turm. Denn mit zunehmender Auslegung kann ein Kran immer weniger Gewicht aufnehmen. Dies ist das Maschinenhaus der Delta 4000 Serie. Bei dieser Serie befindet sich erstmalig auch der Netztravo in der Gondel. Wäre der Trafo im Fuß, müssten 15 Kupferkabel mit einem Querschnitt von je 720 Quadrat verlegt werden. Jetzt sind nur noch 3 Kabel mit 150 Quadrat erforderlich. Die Form der Flügel ist entscheidend für die Effizienz eines Windrades. Außerdem sind sie höchsten mechanischen Belastungen ausgesetzt. Die Flügel setzen den Massestrom der Luft in ein Drehmoment um. Um diese Kräfte übertragen zu können, wird jeder Flügel mit 100 Bolzen der Größe M24 an die Nabe geschraubt. Jeder Flügel hat ein Gewicht von 21 Tonnen. Mittlerweile sind alle erforderlichen Bauteile eingetroffen und richtig positioniert. Die Nabe überträgt das Drehmoment an das Getriebe. Mit der integrierten Pitch-Verstellung sorgt sie dafür, dass die Flügel immer den optimalen Anstellwinkel im Wind haben. Sie wiegt 63,5 Tonnen. Bei einer Nabenhöhe von 106 Metern besteht der Turm aus 4 Segmenten. Jedes Segment ist ca. 25 Meter lang und wiegt 77 Tonnen. Der gesamte Turm wiegt insgesamt 580 Tonnen. Davon entfallen 70 Tonnen auf das Maschinenhaus. Die Wasserkühler auf dem Dach kühlen den wassergekühlten Generator und über einen Wärmetauscher auch das Getriebeöl. Im Prinzip funktioniert das so. Bei der Montage der Flügel herrschte absolutes Film- und Fotografierverbot. Während des Hubes wurden zur horizontalen Stabilisierung der Flügel erstmals große Luftgebläse eingesetzt. So ganz neu wie behauptet war das allerdings nicht. Bereits 2019 wurde in Norwegen dieses Verfahren angewendet. Anfang Oktober ist die Montage der Windräder abgeschlossen. Die Baumaschinen rücken ab und die Baufelder werden zurückgebaut. Durch ihre Größe sind die neuen Windräder deutlich im gesamten Windpark erkennbar. Zur Orientierung, hier stehen die 3 Windräder vom Baufeld Mitte. Wegen seiner Nähe zum Haarhoff-Hof im Hintergrund durfte das letzte Windrad nur eine Nabenhöhe von 84 Meter haben. Da die Flügel fast den Boden berühren, werden sie scherzhaft Rasenmäher genannt. Das Baufeld Süd liegt südwestlich von Erb. Zwischen Baufeld Mitte und Süd liegt der Haarhoff-Hof. Ab Anfang Oktober werden die Bauteile angeliefert. Ende Oktober beginnt der Bau des 8. und damit letzten Windrades des Windparks Erb. Die letzten 3 Windräder haben eine Nabenhöhe von nur 84 Meter. Bei einem Flügelkreis von 131 Metern sind es auch typische Rasenmäher. Hier unten sieht man das Basecamp der Nordex. Bereits Ende Juni war die Verlegung der Kabel abgeschlossen. Innerhalb des Windparks wurden die Kabel klassisch verlegt.
Das heißt, einen Graben ausheben, die Kabel hineinlegen, einsanden und den Graben wieder zuschütten. Dabei wurden die Windräder der Baufelder Mitte und Süd zu einem System zusammengeschaltet. Das zweite System bildeten die beiden Windräder des Baufeldes Nord. Bereits Anfang 2024 wurden die beiden Systeme bis zum Umspannwerk Nörvenich an der B477 verlegt. Im Januar 2025 war nicht nur die Natur eingefroren, auch die Inbetriebnahme des Windparks war starr und still. Auch hier macht sich der Fachkräftemangel bemerkbar. In 2024 wurden in NRW so viele Windräder gebaut wie noch nie. Und dadurch waren schlichtweg einfach zu wenige qualifizierte Mitarbeiter verfügbar, um alle neuen Windparks zeitnah in Betrieb zu nehmen. In vielen neuen Windparks sieht man das gleiche Bild. Die Windräder stehen in der sogenannten Fahnenstellung und warten auf ihre Inbetriebnahme. Ist es dann soweit. Die Flügel stellen sich in den Wind und das erste Windrad beginnt sich zu drehen. Beim Anlaufen werden gigantische Drehmomente auf die Welle und das Getriebe übertragen. Um Schäden an Welle und Getriebe zu verhindern, wird beim Anlauf die Leistung des Generators auf Null geregelt. Bei geringen Windgeschwindigkeiten werden die Flügel zu 100% in den Wind gestellt. Beim Erreichen der Nenndrehzahl wird die Last am Generator erhöht. Damit die Anlage immer im optimalen Drehzahlbereich verbleibt, wird die Last am Generator stetig nachgeregelt. Bei Getriebeanlagen wie diesen liegt der Arbeitsbereich des Generators zwischen 750 und 1500 Umdrehungen die Minute. Das Übersetzungsverhältnis des Getriebes beträgt ca. 1 zu 80. Das heißt, die optimale Geschwindigkeit der Flügel beträgt 12 Umdrehungen in der Minute. Hierbei wird aber die Nennleistung der Anlage noch nicht erreicht. Die Leistung steht ja in direktem Verhältnis mit dem Massestrom der Luft. Die Nennleistung dieser Anlage von 5,7 MW wird bei einer Windgeschwindigkeit von 13 Metern die Sekunde erreicht. Das sind knapp 50 Stundenkilometer. Steigt die Windgeschwindigkeit weiter, werden jetzt die Flügel wieder etwas aus dem Wind herausgenommen. Dies verhindert eine Überlastung der Mechanik und des Generators. So funktioniert einfach gesagt die Regelung einer Windkraftanlage. Hier noch einmal zusammengefasst die Leistungsdaten des Windparks RP.